Oh, ey, wo kommt das Geklapper her? Nee, Mann, ey, das ist nix. Das ist wirklich nix. In diesem Video erwartet euch der RCB EV10Z, ein E-Scooter unter 400 Euro, vollgefedert mit 11,4 Amperestunden. Wie gut ist der Amazon E-Scooter, beziehungsweise ihr könnt ihn auch bei RCB bestellen, dann kostet er nur 375 Euro. Und das Ganze in der Ausstattung. Wir testen es heute für euch. Und eins dürft ihr nicht vergessen, mit einem Like und eurem Abo unterstützt ihr meinen Kanal. Wir freuen uns auch über jedes neue Kanalmitglied und lasst uns gern diskutieren unten in der Kommentarfunktion über den RCB EV10Z. Wir schauen mal in den Lieferumfang. Es gibt zum einen eine Bedienungsanleitung, eure Datenbestätigung, um ein Kennzeichen zu beantragen, einen Haufen Schrauben und ein Toolset gibt es auch, um den Lenker anzubauen. Ein Ladegerät ist auch mit dabei, verbaut ist ja hier ein 36-Volt-System mit 11,4 Amperestunden, geladen wird mit 2 Ampere, heißt in 6 Stunden ist euer E-Scooter wieder voll aufgeladen. Und praktisches Gimmick, es gibt eine Lenkertasche mit dazu, da könnt ihr theoretisch euer Ladegerät reintun. Sieht auch optisch gar nicht so schlecht aus. Ich weiß jetzt übrigens, warum ihr 4 Ersatzschrauben habt, weil das wirklich extrem weiche Schrauben sind, die sehr schnell rund gelutscht sind. Die muss ich jetzt mit der Zange wieder rausholen. Ich versuche mein Glück erneut. Jetzt haben wir ja gerade gesehen, dass der E-Scooter 15,3 Kilogramm wiegt. Der Hersteller selber schreibt aber eigentlich 16,1 sollte der wiegen. Also wo wurde jetzt eingespart? Man findet auch unterschiedliche Daten, was die Zuladung betrifft. Mal liest man 100 Kilogramm, dann wieder 120 Kilogramm. Ich gehe jetzt erstmal von den 120 Kilogramm aus. Okay, aber irgendwie ist das schon alles so ein bisschen verwirrend. Ja Leute, ganz kurz mal die wichtigsten Eckdaten. Also Gewicht hatten wir ja gerade schon gesehen, um die 15,5 Kilogramm. Zuladung 120 Kilogramm, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wir haben eine 10 Zoll Vollgummibereifung vorne und hinten. Vorne Trommelbremse, hinten elektromagnetische Bremse. Es gibt eine Federgabel, hier auch ein Schutzblech. Dann auch der Rahmen, der sich hier so ein Stück weit verjüngt. Das finde ich ganz gut gemacht. Dann auch das Trittbrett, das finde ich vom Design nicht schlecht. Der Lenker wird seitlich eingehakt. Dadurch wird das Fahrzeug natürlich breiter und man hat immer diese Aufbauhöhe. Ah, das ist nicht ganz so cool. Hinten haben wir dann ein geschlossenes Schutzblech mit integriertem LED-Rücklicht, allerdings ohne Bremslichtfunktion. Antrieb 36 Volt, 350 Watt, holst jetzt auch nicht die Butter mit vom Brot, 20 km/h. Schauen dann mal, ob man mit Trick 17 den E-Scooter freischalten kann. Geladen wird der E-Scooter hier an der Seite. Ladezeit sind ca. 6 Stunden. Und wenn wir hier oben mal reingucken, ja, da ist der Weg natürlich frei für Feuchtigkeit und Co. Und ich kann euch sagen, ich habe einen deutlichen Rastpunkt in meinem Lenkkopflager. Nicht nur das, ich muss auch hier die Vorspannung nochmal von dem Spanner einstellen, weil das ist so lasch, dass ich schon eine Bewegung auch noch zusätzlich hier in der Lenksäule habe. Aber das mache ich gleich nochmal. Ja, viel besser. Ja, Lenker sieht wie folgt aus. Rechts, links haben wir auf jeden Fall so eine perforierten Griffe. Die fühlen sich eigentlich ganz okay an, auch von der Lenkerbreite ist es in Ordnung. Klassischer Daumengashebel, Display Standard. Wir haben 3 Fahrstufen, EcoDrive Sport, Geschwindigkeit, Tageskilometerzähler, Akkubalken, Diagrammanzeige. Links Kombibremshebel für Trommelbremse vorn und elektromagnetische Bremse hinten. Dann gibt es hier noch eine Klingel und ein LED-Vorderlicht, was ihr auch in der Neigung einstellen könnt. Den Lenker als solches könnt ihr an der Höhe nicht einstellen. Aber die Höhe wäre jetzt zum Beispiel für mich okay. Was mich nur echt tierisch nervt, ist dieser Rastpunkt im Lenkkopflager. Kurzes Tuning-Update, bevor wir jetzt rausgehen. 5-mal On-Off-Taste drücken. Jetzt ist der Zero-Start aktiviert. Und jetzt 7-mal On-Off-Taste drücken. Und wenn das nicht funktioniert, E-Scooter ausschalten, E-Scooter einschalten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt läuft der E-Scooter 30 km/h. Tuning ist nicht alles, Freunde. Ihr verliert die ABE und den Versicherungsschutz und wenn ihr erwischt werdet, kann es richtig Ärger geben. So, Freunde, wir starten mit unserer Probefahrt und dem RCB EV10Z. Ja, ich sag ja, ey, wenn der draußen steht, auf den ersten Blick mit dem grauen Trittbrett und hier mit dem Felgenrand, sieht das ein bisschen aus wie so ein G30 LD. Kennt ihr noch den G30 LD? Ja, also rein von der Lenkerhöhe ist für mich soweit erstmal in Ordnung. Was ich überhaupt nicht ablesen kann, ist das Display. Also egal, ob ich jetzt hier Licht an habe oder Licht aus habe, spielt eigentlich ja keine Rolle. Man kann das Display eigentlich so gut wie überhaupt nicht ablesen. Wir starten mal jetzt hier in Eco bergab und dann geht es eigentlich auch schon direkt los aufs Kopfsteinpflaster. Weil ich meine, das Modell wird ja hier beworben mit Fahrwerk und das Ganze für, haltet euch fest, 399 Euro. Und wenn ihr Bock habt und bei RCB direkt bestellt, sogar für 375 Euro, da gibt es irgendwie noch so einen 15 Euro Gutschein. Ja, also klappern tut es auf jeden Fall vorne, das hört man deutlich, hinten klappert es auch ein bisschen. Ich habe sogar das Gefühl, dass der Lenker leicht schief ist, aber gut. Kann ich jetzt erstmal mit leben, von der Geschwindigkeit her 9 km/h.
holst du jetzt nicht die Butter mit vom Brot. Also ob jetzt vorne ein Fahrwerk drin ist oder nicht, merke ich jetzt nicht viel von. Schalt mal um auf Fahrstufe 2. Wir sind jetzt in Drive unterwegs. Ich komme hier nicht vorwärts. Warte mal. Oh, das geht ja gar nicht. Ey, das geht mir ja voll auf den Sack. Das Rumgeklapper hier. Ja, Fahrstufe 2 ist ungefähr genauso spektakulär wie Fahrstufe 1. Du merkst halt einfach 36 Volt und 350 Watt. Du hast halt keine Power, ne? Also da fehlt es jetzt wirklich vorne und hinten. Man müsste den E-Scooter am besten freischalten, damit da ein bisschen was passiert. 13, 14, 15 km/h ist jetzt hier das Höchste. Darf ich so sagen? Das Höchste der Gefühle. Es fängt wirklich gleich an zu regnen. Ach egal, ich ziehe hier voll durch heute. Und Sport, jetzt schalte ich mal in Sport um. Ich hoffe, der E-Scooter beamt mich jetzt weg. Also Motor ist auf jeden Fall leicht hörbar. Man hat immer so ein leichtes, hochfrequentes Surren. 15, 16, 18 km/h. Jetzt geht es mal ganz leicht bergauf. Also wirklich minimal bergauf. Oh, da hat er ein bisschen zu kämpfen, aber zieht trotzdem durch. Also am Vorderrad habe ich auf jeden Fall einen deutlichen Wackler drin. Das kann jetzt natürlich alles auf das Thema mit dem Lenkerflager zurückzuführen sein. Aber es ist rein von der Power her nichts, ne? Also dann musst du den schon freiblasen. Ansonsten pennt einem so ein bisschen der Sack ein. Fahrstufe 1, Fahrstufe 2 ist überhaupt nicht mein. Und Fahrstufe 3, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme hier kaum vorwärts, ne? Man kommt wirklich kaum vorwärts. Ich frage mich gerade, warum alle den so hart feiern. Ich habe mir jetzt ein paar Videos angeguckt und dann wurde mal gesagt, boah, 400 Euro, der E-Scooter schlechthin. Ey, wenn ich überlege, was ich schon alles für Probleme jetzt gerade beim Aufbau alleine hatte. Und jetzt wird ja hier das Fahrwerk so ein Stück weit beworben. Nehme ich mal so, nur so ein bisschen Gras mit, Freunde. Ja, nur ein bisschen. Der Motor kann ja einfach nichts reißen. Das war's. Und jetzt bin ich hängen geblieben. Ich habe mich schon fast beinahe vorne eingebuddelt. Ah. Wenn du so einen befestigten Sandweg hast, mag es ja noch gehen. Aber sobald der Sand ein bisschen weicher wird oder du vielleicht noch eine Steigung mit dazu hast, dann ist bei dem E-Scooter definitiv Feierabend. Ich fahre mal hier rüber und wieder hängen geblieben. Hat er auch nicht geschafft. Oh, ey, wo kommt das Geklapper her? Kann aber auch sein, dass die Gabel halt einfach schon so weich ist, dass wir hier ständig auf Anschlag sind, wenn wir hier so kleine Bodenwellen haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Los, ey, catch me if you can. Freunde, wirklich, der Boden muss sich nur minimal verändern und der Roller produziert hier keinen Druck mehr. Das Teil kommt überhaupt nicht aus dem Arsch. Was haben die hier verbaut, ey? So, pass auf, jetzt. Oh ja, schön. Nach 20% sind wir stehen geblieben. Ey, ist nicht dein Ernst, ey. Wirklich, da ist nichts zu holen bei dem E-Scooter. Da ist nichts zu holen. Pass auf, ich schalte den mal frei. Wir schalten den mal frei. Will ich jetzt mal wissen. Wieder das Thema. Muss ich wieder ausmachen. Ja, jetzt läuft er hier 30. Komm, jetzt drück mal hier. Mann, wo ist dein Drehmoment? Wo ist die Power? Wo ist der Punch? Ich habe dich freigeschaltet. Wir müssten jetzt hier eigentlich hochfliegen. Bitte nicht hinfliegen, hochfliegen, wenn dann. Ich lache mich tot. Warte, warte, wenn ich, also ganz ehrlich, wir standen tatsächlich hier. Das ist, würde ich mal behaupten, ist eine halbe Radlänge mehr. Das ist nix. Das ist wirklich nix. Ich meine, hättest du auch die Starrrahmenkonstruktion lassen können? Diese Unruhe, was den ganzen Vorbau hier betrifft. Ach nee. Oh, bitte. Dann nur auf die Straße, nur auf dem Radweg, Thema erledigt. Mehr brauchst du mit dem Roller-ID nicht machen. Ist wirklich so. Ich meine, hätten wir jetzt hier noch eine Luftbereifung, dann hätten wir ja zumindest noch den Vorteil, dass Luft sich komprimieren lässt und dadurch auch eine stoßdämpfende Wirkung hat. Aber die Vollgummibereifung, die ist natürlich knochenhart, ne? Oh, das habe ich schon 100 Jahre nicht mehr gemacht. Wenn wir schon hier sind, wahrscheinlich nur für kleine Mäuse gedacht, wa? Jawohl! Jetzt wird schon ein bisschen enger. Das federt wenigstens sauber ein. Da sind wir nicht ständig auf Anschlag. Wobei, stimmt auch nicht. Fast den Boden geküsst hier. Also nur mal so, der Roller ist jetzt freigeschaltet. 21 km/h auf dem Display, 19 km/h GPS gemessen. Oder er hat einfach einen schlechten Tag und kommt deswegen nicht vorwärts. Aber rein von der Leistung her, ne? Also egal, ob du ihn jetzt freischaltest oder nicht, es mag ja sein, dass die Endgeschwindigkeit etwas höher ist, aber rein vom Punch Powerful am Anfang, ne. Alles ist gleich hier. Anfahrdrehmoment und Co. Es wird nur die Geschwindigkeitssperre aufgehoben. Fertig. Oh ja, gib's mir, komm. Komm, du kannst doch noch lauter knallen, oder? Das macht sowas von überhaupt keinen Spaß. Ich bin ganz ehrlich, spart euch die Kohle. Der bringt die 20 aber auch noch nicht mal richtig. 18, 19 km/h. Oh. Nee, Mann, ey, das ist alles so, oh, das fühlt sich so scheiße an. Ah, mein Kilometerzähler funktioniert nicht. Interessant. Ich, ja, pass auf, ich steig mal ab. Ich steig jetzt einfach mal ab. Ey, jetzt gibt jetzt echt ein Fazit, kurzes Fazit zu diesem E-Scooter hier. Ey, boah, Leute.
Freunde, was soll ich jetzt zu dem E-Scooter sagen? Der Preis ist sicherlich heiß und optisch gefällt er mir auch gut. Erinnert mich so ein bisschen an so einen G30 LD. Aber der Rest ist doch für die Katz, jetzt mal ganz im Ernst. Ja? Wir haben ein nicht funktionierendes Fahrwerk. Wir hatten jetzt Probleme beim Aufbau, Lenkauflagerprobleme. Dann haben wir Justierprobleme, was unseren Klappmechanismus betrifft. Wir können das Display oben nicht ablesen. Die Freischaltung funktioniert mal, dann aber auch wiederum nicht. Eigentlich ist es aber auch illegal. Dann haben wir einen Motor, der keine Power hat. Ich bezweifle auch, dass man 30, 40 Kilometer weit mit dem E-Scooter kommt. Meine persönliche Meinung, die Hartgummibereifung, also die merkst du bei dem E-Scooter wirklich. Wir haben keinen Vortrieb, keinen Punch, keine Power. Du kommst keinen Berg hoch, nicht mal 5%. Wie will der 15, 20% schaffen? Es erschließt sich für mich einfach nicht. Fehlendes Rücklicht mit Bremslichtfunktion. Wir haben keine Blinker mit drin. Die App kann auch nicht wirklich viel. Also jetzt mal ehrlich, wenn ich mir jetzt einen vergleichbaren Nineboard oder Xiaomi angucke oder SoFlow, ey Freunde, da kriegst du doch viel mehr fürs Geld. Warum wird dieser E-Scooter so gehypt? Was ist das Geheimnis? Verratet es mir. Mich hat es nicht überzeugt. Weder qualitativ noch technisch. Bei mir ist das Ding durchgefallen, ganz klar. Und ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr damit zu fahren, weil der ganze Vorbau irgendwie so unruhig ist, dadurch, dass wir schon so ein Lenkauflager-Thema haben. Und vor allem bin ich ständig mit meiner Federung auf Anschlag. Das macht keinen Spaß. Ja, Freunde, was sagt ihr? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ihr müsst jetzt nur noch eins machen, klicken, liken, abonnieren. Wir freuen uns auch über jedes neue Kanalmitglied. Damit unterstützt ihr aktiv meinen Kanal. Und ansonsten lasst uns diskutieren über diesen E-Scooter. So, für alle Ungläubigen nochmal freigeschaltet, 22 km/h GPS gemessen, nichts mit 30 km/h, also nicht bei meinem Gewicht, forget it.